auch schön hier mit den Fahnenschindelkennehmern. Whatever, was machen wir denn? 24.000 Pfund Eifelpackungen. Bergpass hinauf. Tankfüllung reicht. Sollte zumindest reichen. Ja, wunderbar, dann wollen wir mal in den Sonnenaufgang hinein Richtung Bergpassage. Left Lane auf der 50 North. Machen wir den Bahnübergang wieder. Animus River? Oder the Animus River? Ich hab's nicht gesehen, aber... Golden Cider. Tank sollte reichen, ne? Bis wir bis nach Montrose. Go straight. Man sieht ja schon auf dem Navi, was uns gleich noch bei spärlichem Licht erwartet. Den San Juan National Forest. Range Cattle. Ja, schön durch den Wald. Dann haben wir hier Mountain Passes, Winding Road, Steep Drops of Narrow Shoulders next 45 miles. Haben wir schon auf der Karte gesehen. Wir können uns das Ganze nochmal kurz auf der Karte anschauen. Das ist das wilde Stück, was uns erwartet. Doch. Wir fahren Richtung. Boah, wir müssen bei der Farmers Bahn Richtung zu Walbert. Also wird uns einige Spektakuläres hier erwarten. Jetzt schon zu kämpfen, trotz verbessertem Truck, da haben wir die Runaway Ram.
hier kommt schon die nächste, erste große, scharfe Kurve. Ich denke mal, wir schauen dann. Wir sind ja doch eher noch im unteren Teil, wo es viel Wald gibt. Ich denke mal, je weiter wir nach oben kommen, desto atemberaubender werden dann wieder die Ausblicke. Irgendwas mit Trucks. Wird wahrscheinlich nicht der Brake-Check sein. Der Brake-Check ist ja dann doch eher wahrscheinlich um Slow Traffic vorbeizulassen. Der Brake-Check ist ja dann doch eher bei der Peak. Am höchsten Punkt der Straße. Nochmal checken, ob noch alle sitzt und fest ist und funktioniert. Ach, einfach nur toll. Mehr auf der Schulter fahren, weil eigentlich nicht wirklich. Bleiben einfach mal im achten Gang, denn das Wilde kommt dann noch. Jetzt geht's bergab, jetzt schon. Trucks, you slow gear. What? Hier geht's schon bergab. Ach du heiliger Bimbam, was haben wir denn hier? Interessant. Voll nicht. Caution. Please mind the speed limit. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr ausholen. Wir haben mal doch was hinten dran. Kann sogar direkt dran vorbei. Wahnsinn. Scenic Overlook. Boah. Fahren wir einfach mal weiter. War das hier eine alte Brücke? Vielleicht alte Schienen. Könnte ich mir vorstellen. Alte Brücke für Züge zum Überqueren. Eieieiei. Oh, doch etwas mehr rausgetragen. Ja, das ist schon eine coole Strecke. Hier auch mit einem Mudslide aus der Vergangenheit.
cool ist, es kommt uns auch links entgegen. Momentan. Aber es ist Highway Patrol hinter uns. Hergerollt. Steht jemand, der scheinbar im Wald ist. Auch hier ein bisschen zu flott für die Kurve hier. Ein Ticken zu flott. Genau richtig. Wir brauchen hier jede Menge Platz. Ist halt einfach so. Da kommen jetzt auch erst wieder was von vorne. Wunderbar. Zurück für uns und vor den anrauschenden Verkehr. Schönes Konstrukt hier wieder, um Steinschläge und Erdrutsche zu vermeiden oder zu vermeiden, auch um die ganze Zeit zu erschweren. Ah, das ist ein Drop hier. Vorne fahren wir dann gleich wieder lang. Wahnsinn! Hat ja ein bisschen was von Extreme Truckers, nur halt etwas gechillter, würde ich fast behaupten. Ah, was haben wir hier? Rockford Area next 1 mile, no stopping or parking next 1 mile. Ja, das ergibt Sinn. Eine geile Szenerie. Ich glaube, aus der anderen Richtung kommt, ist ja auch das, ja, was heißt Screenshot, das Artwork entstanden für das Cover vom DLC. Kommt mit International, glaube ich, oder auch mit International Lone Star, wenn ich mich richtig entsinne. Oh, noch eine Brücke. Oh, okay, wir müssen ein bisschen. Wir wollen ja keinen Steinschaden haben. Halt! Fußgänger können hier laufen, alles klar. Ah ja klar, Aussichtspunkt hier. Was will man denn hier sehen? Was will man hier sehen? Können wir das sehen, was man hier sehen will? Okay klar, Berge. Und hier unten, oh. Hier, Drohnenfoto. Dann aus. Ach, aus. Wo kommt noch? Okay. Heavy, heavy, heavy. Nach vorne geht's. Wohin? Ist da vorne das Richtung Aussichtspunkt? Nee, in der Richtung Namik, okay. Das ist Namik. Steinbruch? Könnte passen. Schade.
Jawohl-Taste. Quarry, nicht ganz richtig reden. Ich glaube eher Quarry. Maybe. Hier ist eine Stadt. Komm schon noch hin. Oh, verbogene Leitplanke hier. Die ist aber auch schon, schenkt hier schon ein bisschen länger. Ah, da hinten ist die. Ist da hinten. Oh Gott. Ist das ein Quarry oder das ist hier Montrose? National Forest Access Camp Bird Mine Yankee Boy Basin und die North American Mines and Quarries. Also das ist echt ein Quarry. Oh, was für ein geiler Weg, holy! Und hier wie das Wasser hochgepumpt wird oder auch runter, das Abwasser runtergepumpt, runtergedingenst wird. Achievement unlocked. Million Dollar Highway. Stay right and then continue straight. Go straight. Stay right and then continue straight. Mal schauen, vielleicht mache ich da aus dem ganzen Fahrt hier quasi. Guten Donnerstag, da es ja noch nicht die neue Staffel begonnen hat, aber beginnen wird bis dahin. Einfach hier raus dann einen kleinen Cut, einen kleinen Stream-Cut, wo wir über den Million-Dollar-Highway fahren. Ja. Da war gefühlt ein L zu viel drin. Die Alpine Lodge, via Little Shepherd's Inn. Auch schon gleich dort. Wir erreichen Montrose. Stay left, and then turn left. Turn left. Muss das bei 11 von 13 vom Centennial State sein? Wieder ein Evo-Verschnitt. Gerade get ready to turn left gesagt. Ich habe es zumindest gerade so verstanden im Hinterkopf, also im Nachhinein. Get ready to turn left. Weird. Turn left. We are finished.
Perfekt, dann haben wir auch diese Fracht ab. Und jetzt ist es kompliziert, wo wir noch nicht weiter hin müssen. Altverpackung von Drango nach Montrose geliefert, Gefahrenstrecke 137 Meilen Dauer, 29 Minuten. Aber auch der Kraftstoff, knapp 26 Gallonen, 76, da erledigt der World Outfucks Auftrag. Bekommen für den Auftrag $5,676 und 247 Erfahrungspunkte. Das ist Centennial State 11 von 13.